Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute aus Kreta. Ich habe für euch mitgebracht was zum Thema 25 Jahre AIDA, einen wunderbaren Ausflug und einen Clip, da weiß ich selbst noch nicht, was es für einer wird, aber er wird toll werden. Zum 25-jährigen Jubiläum von AIDA haben wir mit einigen Gästen gesprochen. Das waren richtig tolle Gespräche und eins von diesen Gesprächen seht ihr jetzt. Erzähl uns doch mal, wie es bei dir angefangen hat mit der AIDA. Vor allem, wie so der. Also, erinnerst du dich noch an so den ersten Moment? Es geht aufs Schiff und du gehst über die Gangway und so. Weißt du das noch? So bruchteilsweise. Also, ich war halt 7 und da hat man jetzt nicht so viel Mitspracherecht im Urlaub bei den Eltern. Und dann hieß es auf einmal, wir gehen aufs Schiff. Okay, ja, cool. Und dann war es erstmal ganz komisch. Es war damals ja die AIDA Vita, noch eins der kleineren Schiffe. Und dann davor zu stehen und sich erstmal vorzustellen, okay, da bin ich jetzt eine Woche drauf, war schon. Schon was anderes als vom gewöhnlichen Hotelurlaub sonst. Wie schwer ist der Anker und wie sieht der aus? Der wiegt 4 Tonnen. Aus wie vielen verschiedenen Ländern die Mitarbeiter hier kommen und aus welchen? Also jeden Sommer im Kids Club, wo andere ein Feriencamp haben, hatte ich dann AIDA. Also im Prinzip, ich habe die Seepferdchen übersprungen, weil ich gerade eine Woche wiegen war. Ja. Und von den Delfinen über die Sharks zu den Teens, also ich habe alles eigentlich mitgenommen. Du hast deinen ersten Kuss an Bord bekommen, hast du erzählt. Wie kam es dazu? ja. im Prinzip ganz simpel, man ist von Cannes zurück zum Schiff getendert, hat sich da gesehen, fand sich nett, immer mal wieder getroffen und dann kam es irgendwann dazu an Bord. Ich gehe einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg, ob klein oder groß, wartet ein Sinn und wir haben. Ich hatte jetzt 2019 die erste Karibikreise mit AIDA, das erste Mal wirklich weiter weg. Und da sind wirklich so ein paar Inseln, wo ich sage, definitiv nochmal und dann auch länger. Also das ist wirklich, wo ich sage, ich habe mich so in Costa Rica zum Beispiel verliebt, weil es da einfach ein so schöner Ausflug war, den wir gemacht haben. Und allgemein das Land fand ich so super schön, dass ich gesagt habe, okay, da auf jeden Fall nochmal hin. Wir sind erst mit einem Boot durch den Urwald gefahren und durch den Dschungel oder was es war, damit der Zipline noch durch den Regenwald durch. Konnten da Früchte probieren, die an den Ständen verkauft wurden. Also einmal komplett Costa Rica Vollprogramm. Also jetzt am Samstag werde ich das erste Mal alleine reisen. Ansonsten war ich schon mit meinen Eltern oder mit der Familie unterwegs. Und jetzt wird es das erste Mal alleine sein, genau. Also ich fliege ja im Prinzip nach Hause. Also von daher habe ich da gar nicht das Gefühl, irgendwie alleine zu sein oder habe Angst. Man kennt auch mit Sicherheit wieder irgendwen an Bord oder lernt relativ schnell Leute kennen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das ist, ich glaube, die schönsten Erlebnisse waren immer, wenn man da Leute kennengelernt hat und der Kontakt wirklich gehalten hat. Das habe ich wirklich mit einigen Leuten. Und da baut man die Erinnerung weiter zu Hause auf. Also es sind schon Freundinnen zu mir gekommen oder ich bin zu denen hingefahren oder man hat mich in der Mitte getroffen. Also das sind eigentlich mal die schönsten Erlebnisse, wenn man wirklich merkt, dass AIDA die Leute so verbindet. Und wie gesagt, auch eben egal, ob es einer von der Crew war oder Leute, die mit Passagiere waren. Im Prinzip sind das die schönsten Erinnerungen, wenn man da zusammen Erinnerungen schaffen kann. Hallo und Ahoi von AIDA Perla. Mein Name ist Janine und ich mache gerade eine wunderschöne Woche Urlaub auf diesem wunderschönen Kussmundschiff. Und gerade in der aktuellen Situation bekomme ich viele Fragen gestellt über die aktuellen Regelungen an Bord, wie das denn abläuft, ob das nicht nervt mit den ganzen Regeln. Und da kann ich ganz einfach sagen, nein. Ja, und das ist im Prinzip genau das AIDA-Gefühl, wie man es kennt. Gut, man muss die Maske tragen, wenn man irgendwo rumläuft, wo mehr Leute sind und der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aber sobald man mit den Leuten sitzt, mit denen man auch auf der Kabine ist, kann man den Cocktail, die Sonne und den Wind auch genießen.
Also ich merke das relativ oft, wenn ich zum Beispiel die Reisefilme gucke, die wir auf den Reisen immer kaufen, wenn dann, wie heißt das, Richtung Horizont ins Glück, das Lied. Und wenn das dann läuft, also bei der letzten Reise bin ich, glaube ich, mit Tränen aus dem Theatrium raus, weil ich wusste, jetzt ist es vorbei, da läuft gerade der Film. Also das ist halt wirklich so auf der einen Seite sehr emotional, aber auf der anderen Seite auch pur dieses Nachhausekommen, AIDA, die Familie, die Leute da und einfach was anderes, einfach das zweite Zuhause tatsächlich. Horizont. Oh, 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 Richtung Horizont ins Glück. Oh, 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 mit AIDA Richtung Glück. Gestern waren der Draco und ich auf Ausflug und das war wirklich ein grandioses Erlebnis. Zu jedem Zeitpunkt haben wir uns sicher gefühlt, aber wir haben richtig viel erlebt. Und einen von diesen tollen Ausflügen, die man jetzt machen kann, den seht ihr hier. Nee, eigentlich stimmt das nicht ganz. Wir zeigen euch nämlich nicht nur einen Ausflug, sondern gleich vier. Auf vier verschiedene kanarischen Inseln. Lanzarote, La Palma, Teneriffa und Fuerteventura. Auf Lanzarote zeigt uns Lektor Ralf Eden zuerst den Timanfaya-Nationalpark. Eine beeindruckende Mondlandschaft, geschaffen durch gewaltige Vulkanausbrüche. Vor ca. 300 Jahren wurden die alten, schon recht stark erodierten Vulkanberge noch einmal überlagert. 30 Vulkane sprudelten 6 Jahre lang Lava aus. Und das ist das Ergebnis. Achtung, heiß! Verbrennt euch bloß nicht die Finger. Sie sind sehr heiß, also jetzt sind sie schon ein bisschen abgekühlt, aber lange auf der Hand halten ist schwierig. So heiß, dass man im Nu ein Feuer entfachen kann. Da staunen groß und klein. Man kann sogar einen Geysir erzeugen. Wow! Aber was machen eigentlich unsere Gäste auf La Palma? Auf La Palma, genau genommen San Miguel de La Palma, einer der steilsten Inseln der Erde und einer der wunderschönsten. Und da schauen wir uns heute ein paar ganz besondere Punkte an. Lektor Michael Corneli führt uns ins Gebirge. Die Caldera de Taburiente. Entstanden vor ca. 2 Millionen Jahren, als die Insel sich hob, brach dieser riesige Krater ab. Einer der schönsten Plätze der Kanarischen Inseln. Und heute hat AIDA 25 Jahre Geburtstag sozusagen. Und diese Berge dort hinten haben 2500 Meter Höhe. Ich frage mich, woher hat die Insel das gewusst? Und unsere Gäste haben noch ein paar Glückwünsche zum Geburtstag. Liebe AIDA, an diesem wunderschönen Platz einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Noch viele, viele tolle Jahre mit einem tollen Personal und dieser wunderbaren Freundlichkeit. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder reisen können und das mit dir. Dankeschön. Danke, da freuen wir uns. Auf Fuerteventura macht Ralf Eden mit uns eine richtige Verjüngungskur. Es geht um das Thema Aloe Vera. Also es fühlt sich richtig gut auf der Haut an. Es riecht auch wirklich angenehm. Also dafür, dass es handgemacht ist, ist es wirklich sehr gut, finde ich. Ja, also wir haben keinen Sonnenbrand gekühlt, alles top. Also das ist schon was und ich merke es auch auf der Haut, wunderbar geschmeidig. Also ich fühle mich 30 Jahre jünger. Das Wundermittel Aloe Vera. Gut für das Immunsystem, entgiftet den Körper und sorgt für Wohlbefinden und Schönheit. Auf Teneriffa führt uns Lektor Michael Corneli in einen Regenwald. Hier im Anaka-Gebirge, aber hört selbst. Das ist ein riesiger Regenwald, ein Naturwald, die vor 3 Millionen Jahren ganz Europa bedeckte. Und wenn man die gewundenen Straßen hier durch dieses Gebirge fährt, dann sieht man vor allen Dingen Lorbeerbäume. Wie gesagt, bei uns wurden all diese Bäume, diese Art von Wald, durch die Eiszeiten abgeräumt. Hier aber auf diesen Inseln im Atlantik hat sich dieses einzigartige Naturschauspiel erhalten.
zurück auf Lanzarote. Hier gibt es sogar ein bekanntes Weinanbaugebiet. Bei La Jería, das große Weingebiet. Die Weinpflanzen werden in Kuhlen angepflanzt und die Wurzeln ragen bis zu 12 Meter in den Untergrund, weil in oberen Schichten verdunstet das Wasser, unten bleibt es länger. Und das ist der typische Trockenfeldanbau hier auf Lanzarote. Ja, schmeckt sehr süß und eher wie ein Likör. Ja, eher Likör als Wein. Erinnert an einen süßen Sherry, könnte man so zum Aperitif dann trinken. Prost! Prost, Ralf! Und was macht Michael auf Teneriffa? Das hier ist Puerto de la Cruz, der schöne, wunderschöne Touristenort im Norden der Insel. Ganz berühmt vor allen Dingen wegen des Schwimmbades. Das hat nämlich César Manrique, der große Künstler der Kanaren, hier in den 70er Jahren verwirklicht. Auch sehr schön der Botanische Garten, also ein Städtchen, das in jedem Falle eine Reise wert ist. Ja, Michael, nicht nur Puerto de la Cruz ist sehenswert. Nein, die komplette Kanarentour ist eine Reise wert. So viel Abwechslung, sei es Kultur, Kunst, Strände, leckeres Essen, sehenswerte Tiere oder einfach nur Entspannung. Alles das ist möglich auf Aida Perla. Und weil es hier auf Aida Blue ja so schön war, haben wir gedacht, machen wir noch ein paar Aufnahmen für eins der nächsten Magazine. Der Nachteil dabei ist, dass wir manchmal noch nicht wissen, welcher Clip dann kommt. Und deswegen kommt jetzt ein Clip, den ihr sehen könnt, aber den ich heute noch nicht mal kenne. Aber er wird sicher toll sein. Bitteschön. Easy Bridge, I request Harbormut 1 Engine. Easy Bridge, copy, harbor mode, one engine. Easy Bridge, yes. Das war jetzt für uns ein normales Manöver, beziehungsweise das Beenden des Manövers. Ich bin Henry, bin hier der Staff Chief Engineer und heute zeige ich euch mal den Maschinenraum. Staff Chief Engineer Henry. Er wird mir mit Sicherheit alles über die Maschine erzählen können. Hier sind wir jetzt im Fahrmotorraum und wir sehen hier unseren Backbord-Fahrmotor. Der Fahrmotor ist ein Elektromotor mit 17.500 PS Leistung. Er erreicht eine maximale Umdrehung von 135 Umdrehungen die Minute, was ungefähr das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 21,5 Knoten bringt, was ungefähr 40 km pro Stunde sind. Hier sind wir jetzt im achteren Bereich des Maschinenraums. Wir sehen hier zwei unserer vier verbauten Hauptmaschinen. Es sind 9-Zylinder-Turbodieselmaschinen mit jeweils 12.500 PS Leistung. Das heißt, wir haben eine verbaute Gesamtleistung von 50.000 PS. Aida Blue ist ein sogenanntes dieselelektrisches Schiff. Das heißt, unsere Hauptmaschinen sind über eine Konstantdrehzahl direkt auf den Generator geschaltet. Und der Generator erzeugt Strom. Der Strom wird ins ganze Bordmess gespeist, wo unter anderem auch unsere Antriebsmotoren mit versorgt werden. Hier an Bord haben wir außerdem die Möglichkeit, Frischwasser selbst zu erzeugen. Unter anderem haben wir dafür diese Osmoseanlage, bei der wird Seewasser durch ein Filtersystem zu Frischwasser. Mit der Anlage können wir bis zu 500 Tonnen Frischwasser in 24 Stunden produzieren. Um den Gästen auch eine ruhige Reise auf See zu ermöglichen, haben wir hier an Bord zwei Stabilisatoren verbaut. Die Stabilisatoren fahren wir aus, wenn die See etwas rauer wird und das Schiff zu rollen beginnt. Und diese Stabilisatoren wirken der Rollbewegung des Schiffes entgegen und stabilisieren so das Schiff im Wasser. An Bord von Aida Blue haben wir vier große Klimakompressoren verbaut, die für die Kühlung des gesamten Schiffes zuständig sind und auch in tropischen Gebieten das Schiff auf eine konstante Temperatur halten. Die vier Klimakompressoren
haben eine Kälteleistung von ca. 40.000 Kühlschränken. Dankeschön. Dankeschön. Das hier ist meine Verlockung des Tages und jetzt kommt eure Verlockung der Woche. AIDA ist unterwegs in der Ostsee. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Stockholm. Wir besuchen noch Visby und Göteborg und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Warnemünde. Mein Best-of kommt gleich und zwar da unten, da werden wir gleich sitzen und werden Mittagessen. Euer Best-of kommt jetzt mit den schönsten Bildern von unseren Reisen und der wunderbarsten Musik. The red.